Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier beim Drug Dealer Simulator. Und ihr seht's hier im Hintergrund, ich bin schon am, ich lasse gerade schon mischen, denn die nächste Bestellung wird mit Sicherheit kommen. Ich habe schon mal, Eddie kontaktiert und bestellt. Es müsste um 7 Uhr dann ungefähr ankommen. Und Gustavo habe ich auch schon aktiviert, dass ich das Geld mir hole. Und natürlich habe ich dann Eddie auch nochmal aktiviert, um ihm gleich das Geld wieder zu bringen. So, aber ich würde sagen, wir gehen erstmal nochmal auf Tour ganz kurz. Und zwar würde ich gerne zum einen Stink mal ganz kurz gehen. Okay, da gibt es jetzt nur Geld, aber das wäre ja egal. Und Two Towers könnten wir eigentlich mitmachen. Wobei Two Towers in die andere Richtung ist. Dann lassen wir Two Towers sein. Eastern Slums ist dann auch ganz hinten. Dann gehen wir jetzt halt einfach nur mal das Geld holen. Koffer ist leer. Gespeichert habe ich jetzt damit. Habe ich mein Speed X noch drauf? Ja, das habe ich noch drauf. Okay. Na dann. Machen wir mal eine kurze Tour. Holen uns mal ein bisschen Geld. Gib es mir. So, das, da kommt wieder einiges zusammen. Vielleicht tun wir heute auch gleich einmal wieder was einzahlen. Das schaut nämlich immer gut aus, wenn du auf dem Konto was hast. Und ich hoffe ja, dass die Apotheke jetzt eigentlich auch die Container wieder hat, weil das nervt mich ein kleines bisschen. Dass man so lange warten muss, wollte ich noch ergänzen. So. Wir haben das Geld zurückgeholt, wir haben 1004. Ich schmeiße das jetzt halt mal hier mit rein in den Schrank. So, das heißt, wir haben hier schon wieder 20.000 drin. Eigentlich könnten wir die 20.000 auch dem Eddie gleich mal bringen. Das wäre, glaube ich, nicht einmal so verkehrt, wenn wir das gleich machen. Weil dann können wir nämlich gleich nochmal eine Bestellung lostreten. Die kommt dann zwar später, aber... wir können mehr holen. Das, ja, ich glaube, das machen wir. Halt, warte mal. Nein, bevor wir das machen, sacken wir uns noch mal die anderen Aufträge ein. Und zwar West Old Town, die haben Geld. Nein, das können wir ja gar nicht, weil wenn der Koffer voll ist mit Kohle, dann können wir ja nicht nochmal zusätzlich Kohle. Das ist halt das, weil wir keine Sporttasche haben, ne? Ah, die muss ich unbedingt dann kaufen. Denkt mit dran. Wollte schon sagen, schreibt es in die Kommentare. Canal, Canal, Two Towers, Canal, Two Towers. Dann machen wir mal Two Towers. Der gibt mir Geld. Ja, das ist dann Quatsch, wenn ich jetzt halt Geld einsammeln gehe und habe noch nicht einmal eine leere Tasche. Warte mal, wir gehen jetzt erst einmal zum Eddie. Aber das ist ein Quatsch. Ich bin jetzt halt sehr verwirrt, weil man überlegt wirklich, was mache ich jetzt halt als nächstes. Ich nehme jetzt halt mal hier einen leeren Koffer raus. Dann gehen wir nämlich erstmal eine Tour. Das ist, glaube ich, am sinnvollsten. Und zwar, jawohl, alter Marktplatz. Sammeln wir Geld. Wir sammeln bei Two Towers Geld. Und nochmal bei Two Towers. Dann haben wir hier nochmal Two Towers. 18 Gramm grüne Fee. Und dann haben wir noch die Eastern Slums. 8 Koka und 2x Weed. Alles klar, weil dann nehmen wir das nämlich alles mit. Wo war es jetzt? Ach, Koka. Produkt verpacken. So langsam sollte ich mir doch mal ein bisschen besseren Vorrat anschaffen. Ach, Koka. Und dann brauchen wir insgesamt 20 Mary. So. Da machen wir jetzt 10x2. Erschaffen. Und dann haben wir es eigentlich. Jupp. Dann können wir speichern. Okay. So, ist jetzt die Frage, ne? Die sind jetzt genau in der Gasse wieder. Da vorne läuft ein Bulli. Der ist mir aber eigentlich egal. Du willst 18. Du kriegst 18. Du willst mir Geld geben? Jawohl, gib es mir. So, dann haben wir da noch zwei. Da drüben haben wir noch einen. Okay.
Also, Polizei ist momentan sehr wenig unterwegs. Da vorne haben wir noch jemanden stehen. Beim Möbelgeschäft. Okay. Das ist jetzt blöd. Aber ist egal. Ich hau mir mal einen Tock rein. Ach so, an der Stelle ja. Jetzt habe ich schon überlegt, wo steht denn der? Geld her? So, ich renne einfach hier mal ein bisschen durch. Da vorne steht schon Gustavo und möchte uns das Geld geben. Der muss aber jetzt noch ein bisschen warten. Jawohl. Her damit. So, weiter geht's. Da laufen zwei Bullis. Müsste jetzt genau in die Richtung laufen. Naja, solange sie nicht sagen, hey you. So, hier kann es natürlich auch sein, dass einer ist. Aber wir können ja quasi schon fast fliegen. Jo, hier ist es. Was wolltest du? 2 Gramm. Gerade mal wegen 2 Gramm, weißt du. 56 Dollar. Eigentlich solltest du die Aufträge schon ablehnen. Wo stehst denn du? Ach, da. So, hier 8 Gramm. Zack. Dann können wir eigentlich auch wieder zurückfliegen. Schade, dass man in diese Häuser nicht reinkommt, dass man nicht sagen kann, ey, das hätte ich gern, das Haus. Aber vielleicht kommt es ja noch, man weiß ja nicht. Im Grunde ist das Spiel ja noch, also für mich zumindest, so sehe ich das, dass es noch voll im Entwickeln ist. Also da geht noch einiges mit Sicherheit. Solange die da laufen, wo ich nicht laufe, ist mir das wurscht, ne? So. Gut. Haben wir das geschafft? Wir können dann das Geld hier reinschmeißen. Dann hau ich den leeren Koffer hier wieder mit in den Schrank rein. Und dann könnten wir eigentlich losziehen und das Geld von Gustavo holen. Das ist ja schnell gemacht und dann rennen wir noch mal schnell vor zum Eddie. Das Gute ist, dass du, dass man sich hier die Apps, die Power-Apps quasi, die Power-Ups, dass man sich die einfach mal selber produzieren kann. Da 42.000, ey. Hammer. Na, geht dir schon die Puste aus? Muss ich mal nochmal einen Speed reinhauen. Na dann. Gib mir. Okay, es muss ja nicht sein, ne? Habe ich ja schon mal gesagt. Da laufen sie, die zwei. Die zwei Prinzessinnen. So, servus Eddie. Jupp, weg hier, sagt er. Aber lässt mich nicht. So, ich laufe wieder hinten rum. Also ich laufe eigentlich immer hinten durch die Gassen. Weil es muss nicht sein, dass ich verfolgt werde. Wenn es jetzt passiert, dann passiert's. Aber forcieren tue ich es nicht. Au! Au! Na gut, dann hat es diesmal nicht geklappt. Aber ich habe ja keine Drogen außer dem Speed X einstecken. Das heißt, es kostet mich jetzt dann Hunderter. Es kostet mich ein Hunderter und ich bin bei. Naja, gut. Das ist in Ordnung.
Und wir sind dann noch schnell unterwegs. Vor allem, wir sind jetzt halt, schon am Tag. Das ist auch nicht schlecht. 8:31 Uhr. Wir können dann gleich einmal in die Apotheke. Und warte mal. Geldmäßig? Doch, ich habe ja Geld einstecken. Sogar richtig viel, würde ich sagen. Wir gehen erst einmal die Taschen holen. Das machen wir jetzt zuerst. Ah, ich bin immer froh, wenn ich hier wieder raus bin. Item nicht gefunden, warum? Warte mal. Hier, zack. Zack, da müsste eigentlich die Tasche auch leerer werden. So, schauen wir mal. Zack, und jetzt müsste es gehen, oder? Item nicht gefunden, warum? Seesack. Warte mal. Geh mal raus. Abbrechen. Noch etwas? Nein, danke. Tschüss. Wir könnten ja mal ganz kurz in unser Häuslein gehen. Da habe ich doch einen Computer auch schon, ne? Dann kontaktieren wir mal schnell den Grassier oder Francier oder wie er heißt. Und dann schicken wir ihm gleich einmal 20.000 rüber. Gérant Francier, bin auf dem Weg, ja. Um Meeting bitten, bitte. Komm, mach hinne. Ist schön früher Morgen. Ist die richtige Zeit, um sich Geld von mir zu schnappen. Ja, weil das ist mir jetzt halt eigentlich egal, dass sie mich da geschnappt haben, die 100 Dollar, pfeife ich drauf. Ja, wir machen mittlerweile so viel. Oh, da muss ich. Wir machen mittlerweile so viel Kohle, dass 100 Dollar ja nix sind. So, 22.600. Nee, ich möchte nur 20.000 bitte machen. Ups. So. Dann gehen wir nochmal dahinter. Dann holen wir uns jetzt ja die zwei Taschen. Hol das Päckchen vom Mülleimer zurück. Okay, das machen wir dann auch gleich. Was brauchst du, Jungchen? Ich brauche jetzt endlich die zwei Taschen hier. Und hast du noch irgendwas Interessantes? Nee, ne? Akzeptieren, das war's schon. Nein, lass mich. Lass mich raus. Das war alles, was ich wollte. Dann einmal schnell in die Apotheke. Ja, ich habe es leider halt nicht geschafft, die Tür zuzumachen. Das war das Problem, ne? So, ich bräuchte Labor-Equipment. So, deswegen hier zweimal. Dann ich nehme mir gleich. Metallcontainer, natürlich. Alle. Die Kaffeemühle. Ich nehme mir trotzdem noch vier große Gläser mit dazu. Kleiner elektrischer Mixer, der geht halt nur bis 150 Gramm, ne? Eigentlich brauche ich das sonst nicht gerade im Moment. Das andere, das machen wir alles noch, aber aktuell nicht. So, bestellen, bezahlen. 49.000 haben wir drauf, das ist ja was, ne? Lage in der Wüste, Sting, kleines Lagerhaus. Ich muss immer überlegen, das ist Marktplatz mit Dead Town. Das ist es. Ja, da wollte ich das Zeug hinhaben. So, dann Viagra, bitte, bräuchte ich. Hier 10-mal, jawohl, akzeptieren. Brauchen wir da noch irgendwas? Ich habe mit den anderen Sachen noch nicht gearbeitet. Ich habe auch noch nicht wirklich gesehen, ob es da irgendwie ein Rezept gibt, wo es dann heißt, wie viel man davon einsetzen sollte oder muss oder wie auch immer. So, wir haben. Ja, SpeedX ist natürlich weg, das ist klar. So, du kontrollierst mich hoffentlich nur Sir, einmal. stop. Ja, ich stopp Stand schon. still, please. Ja, tu dir keinen Zwang an, ich trinke derweil einen Kaffee, ne? Okay, you're clear. Ja, natürlich bin ich clear. Ihr habt mich ja ausgeraubt. So. Hier, Waschpulver, Backpulver. Eigentlich ist Backpulver ja wesentlich teurer wie Zucker, ne? Wenn ich denke, dass ich 8 Dollar zahle Nee, warte mal, Backpulver 12 Kilo? Dann ist das eigentlich.
Eins hat 12 Kilo. Nee, dann ist es doch günstiger. Ich dachte immer, das wäre teurer wie Zucker. Aber Zucker hat ja 15 Dollar für 100 Gramm. Also insofern ist Backpulver natürlich schon das Nonplus, ne? Ansonsten brauche ich nichts. Ne, passt. Dann würde ich jetzt mal sagen, wir gucken, weil ich habe ja die Tasche zwar voll. Okay. Der Müll. Oh, das ist der Mülleimer drüben. In dem anderen, alles klar. Dann gehen wir hier rüber. Ja, tu dir keinen Zwang an, aber mach schnell bitte. Oder ist es der Mülleimer da hinter der. Oh, verdammt. Ist egal. Off you go. Ja. Nein, der Mülleimer da vorne ist es. Passt. Dann machen wir das nämlich jetzt halt folgendermaßen. Zum einen Licht an. Ach, da ist auch eine leere Tasche noch. Okay. Warte mal, ich schmeiß jetzt die zwei Seesäcke mal raus. Dann hau ich die Tasche weg. Dann schnappe ich mir den hier. Ich nehme die anderen zwei auch gleich mit. Oder warte mal, habe ich da noch? Da habe ich Aktenkoffer drin. Was habe ich da noch? Habe ich da? Da habe ich auch noch einen leeren Rucksack drin. Okay, nee, das passt. Dann, nee, sollte ich nicht machen. Weil ich möchte das Zeug unterbekommen. Also von daher, einmal kurz hier. Einmal kurz da. Achtmal. So. Was habe ich hier? Mary, Coca. Hier habe ich eigentlich alles drin, was ich so brauche. Ich würde sagen. Ha, wie mache ich das jetzt am geschicktesten? Bringe ich euch alle da rein? Nein, ich kriege nur 4 Stück rein. Nee, dann schmeiße ich die Tasche über den Zaun. Das ist egal. So, erst einmal dich weg. Dann hebe ich dich auf. Tja, geht leider nicht anders. Oder warte mal, doch, freilich. Ich könnte es auch am Boden schmeißen und einsammeln, ne? Aber ich habe schon festgestellt, wenn ich irgendetwas rausschmeiße aus der Tasche, dann kann es passieren, dass das nicht auftaucht. Aber warum steht da eigentlich 12 Kilo? Das verstehe ich immer noch nicht. Ich dachte, das wäre nur 12 Gramm oder so. Weil 12 Kilo, das wäre doch normalerweise wesentlich mehr, oder? So, warte mal. Dich tue ich da rein. Und dann tue ich den Koffer auch noch da rein. Und fertig. Dann kann ich mir den Seesack schnappen. 400 von 600, perfekt, weil dann können wir nämlich das ganze Zeug hier mitnehmen. Das ist halt jetzt ein wenig umständlich gemacht, ich weiß. Nein. Nehmen, nehmen, nehmen. So, das passt hier. Ich habe hier noch Backpulver und alles Mögliche. Der ist leer, der ist leer. Kann ich eine aufheben? Jawohl. Das ist perfekt. Weil dann schmeiße ich die Tasche nämlich quasi über den Zaun. Ah, hier drauf bitte. Und meine liebste Stelle ist halt immer noch die hier. Es ist einfach. Ja, ich weiß nicht. Hups. ja. Warum geht es jetzt nicht? Oh, warte mal, dann probieren wir das mit dem anderen Trick. Ich hoffe nur, dass uns da jetzt keiner aufhält. Aber gut, ich habe ja gespeichert. Da ist jetzt gerade kein Bulle. Dann droppen wir die Tasche einfach mal hier. So, normalerweise sollten wir die nehmen können. Wenn es jetzt einer von den zwei Jungs jetzt einfach wegnimmt. Hey, you, stop right there. Don't ja, ja. Try anything stupid. Ja, ja. So, so ist das. Hast es? Gut, ja, ja. Du mich auch. So, weil das haben sie nämlich auch noch nicht gefixt. Ach, jetzt laufen da vorne zwei Cops. Das B
Speed X habe ich hier keins einstecken. Gut, gut. Da laufen auch gerade keine, das ist auch in Ordnung. Passt. Das passt. Perfekt, jetzt bin ich außer Atem, ist klar. So, das Geld klauen sie ja einem zum Glück nicht. So, ich würde sagen, wir machen einmal hier das Koka hin. Wir packen dann gleich mal das Viagra noch hier hin. Ich kann es ja leider nicht in die Mühle tun. Ich finde es echt immer noch so schade, dass ich das nicht direkt aus meinem Rucksack direkt in die Mühle packen kann. So, warte mal, die stelle ich gleich davor, weil die packe ich jetzt dann eh rein. Backpulver, auch genauso das mit dem Backpulver, ne? Ich würde das gerne direkt in die Dose reintun. Also wenn ihr da irgendeine Idee habt, wie man das handeln könnte, dass es ein bisschen effektiver ist, dann bin ich enorm dankbar. So. Dann, wir haben hier 55 drin. Hier ist gerade nichts drin. Das heißt, ich haue jetzt mal ein Päckchen Zucker hier rein. Inhalt der Mühle, da haben wir auch nichts drin. Dann würde ich sagen, hauen wir da gleich nochmal Viagra mit rein, dass das auch noch gleich mit durchläuft. Weil wir sind jetzt halt eh untertags, das heißt also mit jedem Deal steigert ja sich auch unser Fahndungslevel. So, Inhalt der Mühle, du bist schon fertig, das heißt ich kann dich da reinpacken, zumindest fast komplett. So, da habe ich schon drin. Platz habe ich in der Tasche, normalerweise, weil ich alles raus habe. Da habe ich jetzt halt nur 250, weil ich hatte nämlich nur noch 400 vom Kokain. Deswegen habe ich da 200 zu 50 gemacht. So, Produkt verpacken, neues, 50, 5 mal erschaffen, ins Inventar. Dann haben wir nämlich jetzt halt hier, ja, wir haben ja hier immer noch 11. Na, jetzt kommen die 10 noch mit dazu. Und schon passt es. So. Einen C-Sack bitte hier rein. Der bleibt dann auch drin, weil dann können wir nämlich da immer, ne, hier wieder auf 0 setzen. Ja, hier, man sieht's. So. Dann war hier das Geld drin. Und da würde ich sagen, wir machen jetzt gleich nochmal eine Bestellung beim Eddie. Neues Angebot. Wir machen gleich nochmal 800. Das wird halt nicht wirklich sehr viel mehr, ne? Warte mal, kann ich schon 900? 22,5. Ne, ich bleib dann bei 800. Ist okay. Hinzufügen. Ansonsten brauche ich nichts. Ich habe Kuka, ich habe Mary. Es ist eigentlich alles okay. Da hau ich rein. Das da hinzufügen. Ja, sind wir heute mal ein bisschen am Schlichten, ne? So, das müsste komplett reingehen. Jawohl, 136. Die 100 Gramm lasse ich da liegen. Wie spät ist jetzt? 11.15 Uhr. 3 Stunden. Das heißt 14 Uhr. Kommt die Lieferung in etwa. Ich würde sagen, ich ergänze mal noch schnell die die Bestellung, und zwar um 400 Mary. So, dann wird es ja resettet. Wir haben jetzt 11.30 fast, das heißt also um 14.30. So, komm Eddie. Jawohl. Und Geld. Geld fürs Kartell. Das sind die 22.000. Jawohl, das ist in Ordnung. Dann holen wir uns zu den 20.000 mal noch. Oder warte mal, wir könnten das hier auch reintun in Ding und nehmen das dann alles in die Tasche. So, leere Koffer rein. Dann nehme ich mir lieber die hier. Und dann tun wir das Geld hier rein. So. Passt.
Yep, dann können wir Eddie schnell mal bezahlen. Was anderes würde ich jetzt auch erst einmal gar nicht machen. Was soll mal Eddie die Kohle bringen? Dann haben wir nämlich das wieder von der Backe. Und dann ist quasi wieder alles, was wir später verdienen, im Grunde wieder für unser Geldbörslein. Ja, wir sind vom Fahndungslevel ein kleines bisschen höher. Von daher ist es natürlich dann schon so, dass da ein bisschen mehr Bullen hier rumlaufen. Und ich würde jetzt dann sagen, wir gehen auch nochmal rüber, dass wir uns da einrichten können. Hier ist es, 22.000, nimm's dir. Und wir müssen eh auf die Zusendung warten. Okay, perfekt. Ja, wir werden uns eine Bude nach der anderen werden wir uns holen und die dann immer komplett ausstatten. Ja, da werden dann auch überall noch die Pillenmaschine und so weiter, wird dann alles noch eingesetzt werden. Jetzt aktuell natürlich nicht. Weil ist wirklich langsam, ne? Wenn man das mit dem Speed X so gewohnt ist, dann ist man wirklich langsam, muss ich sagen. So, hier haben wir ja auch immer noch das ganze Geld drin. Das habe ich ja auch noch nicht weggebracht. Im Grunde heißt es jetzt ja nur warten auf die Lieferung und mal schauen. Unser Fahndungslevel ist, naja, ganz weit unten, okay. So, 30 Punkte haben wir. Ich möchte auf jeden Fall die Tasche upgraden. Damit haben wir den Maximum. Jetzt haben wir noch 10 Skill-Punkte. Von daher hätte ich sagen, ich mache hier nochmal 10. Okay, ja, und wir werden so im Laufe der Zeit, wenn wir dann natürlich steigen. Ihr seht, ich bin auch schon auf Level 50. Na? So, gucken wir mal, ob wir hier irgendwas marktplatzmäßig haben. Stink, Stink, Stink. Und Two Towers. Dann würde ich sagen, machen wir mal Stink. 36 Bambinos, 33 Speed nochmal und nochmal 26. Okay. Noch irgendwas bei Stink? Nein. Okay. Dann brauchen wir jetzt insgesamt 69, 75, 95. Oh, wer ist? Alles klar, cool. 95. Wir machen jetzt mal 9 mal die 10. Oh, das war zu viel, okay. 2 Fünfer und 5 Einzelne. 2 Fünfer und 5 Einzelne. So, dann müsste es eigentlich passen. So. Und dann nehmen wir uns aber nochmal 4 Einzelne raus, die ich in meine Hosentaschen packe. Ihr wisst schon, zum Verschenken. Und die Nummer 4. So, und dann nochmal hier in den Schrank ganz kurz. Und dann nehme ich mir hier noch einmal mein Speed X raus, was mir die Bullen einfach geklaut haben. So. Dann einmal speichern und dann gehen wir jetzt hier nochmal ganz kurz auf die Tür, auf die Tour. Ja, Servus. Schön, dass du gerade hier so vorbeischlenderst, ne? Ich habe ein bisschen was für dich. So. Hast du, was ich brauche? 36. Jawohl. Dreimal. Einmal. Und einmal. So, dann mal gucken. Okay. Ich laufe trotzdem immer gern hinten rum. Ja, da werden wir schon noch den einen oder anderen laufen sehen. So, du wolltest 26, jawohl. Kommt sofort. Einmal 5, einmal 1. Das ging jetzt schneller. Und dann wollen wir einmal hier rein.
Dum, 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 dum. Ja, ist doch hervorragend, wenn ihr zwei Meter gerade so schön über den Weg lauft. Achso. Da muss ich. So, du willst 33. Und 3. Jawohl. Dann tue ich mir das eine Gramm nochmal hier rein und dann haben wir nämlich gleich nochmal was zum Verschenken. Wenn wir nochmal jemanden sehen, heißt es. Aber ich denke schon. So, das ist perfekt. So, dann haben wir gleich wieder eine gute Tat getan, ne? Quasi ein paar angelockt. Okay, super. Das war das Dry Speed, das lege ich dahin. Und dann kommst du erst einmal wieder zurück in die Box. Das ist besser. So, 150. Warte mal, da habe ich noch 150 drin, okay. Dann kann ich da ein bisschen auffüllen. Hervorragend. So, perfekt. Wir haben heute wieder eine ganz gute Tour gemacht. Charaktermäßig, ja, wir sind natürlich ein bisschen gestiegen. Aber das, denke ich mal, stört weniger. Ich werde wahrscheinlich noch ein paar Tage jetzt rumreisen und einfach ein bisschen verchecken. Und Geld einzahlen und so weiter, dass wir einfach für den nächsten Part mal so ein bisschen vorbereitet sind. Und ja, also ich denke mal, dass ich bestimmt auf Level 52 kommen werde. Nur, dass ihr da schon mal Bescheid wisst, dass ich halt einfach ein bisschen vorarbeite. Ne? Also auch wenn ich Gustavo jetzt dann habe, hier 23 mal 50 Gramm, also auch den werde ich mir im Grunde dann krallen. So, deswegen, ich speichere einmal hier drauf und dann mache ich dann später noch die anderen Speicherstände oben, dass ich da immer abgesichert bin. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Lasst mal ein Like da, lasst mal einen Kommentar da und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Ciao, ciao.